Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac After Birth. In der letzten Folge haben wir ganz normal wieder den Greed-Modus sogar geschafft. Wow, okay, das finde ich echt amazing. Mit wie auch immer, ich glaube mit Lazarus. Aber heute machen wir einfach mal wieder eine Challenge, weil ich habe ja in der letzten Folge gesehen, dass wir einige noch nicht haben. Und zwar 4 Stück, die Pride Day Challenge, die Brains Challenge, die Pay-to-Play Challenge, die wir übrigens noch einmal nicht geschafft hatten. Und die XX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 
Ah! Oh, hat er mich echt noch getroffen? Scheiß Feuer. Ich hasse dich, Feuer. Scheiß rotes Feuer. Du bist okay, gelbes Feuer. Aber das rote... Oh, guck, du bist super. Aber das rote Feuer ist ein kleiner Bastard. Oh Mann, diese Challenge wird ja ewig lange dauern. Wir hängen jetzt immer noch in der allerersten Ebene fest. Oh Mann. Na, wenn diese Challenge nicht mal irgendwie 40 Minuten sein wird, dann weiß ich auch nicht. 40 Minuten auf jeden Fall incoming. Hier, komm mal her. Ich habe euch extra die Scheiße-Tür aufgemacht, weil ich so nett bin. Nur für euch. So. Ja, ansonsten spiele ich in letzter Zeit relativ viel Battlefield 4. Obwohl ich auch Battlefield 3 habe und das irgendwie alle viel lieber mögen. Aber ich spiele irgendwie Battlefield 4. Das suchte ich irgendwie die ganze Zeit. Warum auch immer. Eigentlich mag ich Ballerspiele gar nicht so sehr. Aber wo ich jetzt gehört habe in den Nachrichten, dass man dadurch ein Amokläufer werden kann, dachte ich mir, ja wow, machst du mal. Was laber ich hier? Keine Ahnung. Ja, Battlefield 4 ist auf jeden Fall toll. Und ich habe heute ein cooles Musikvideo entdeckt. Heißt Clickbait. Aua. Und hat mich auf jeden Fall geklickbaitet. Das ist von, wie heißt der? S3RL heißt er, glaube ich. So ein Techno-DJ-Typ. Der auch Pika Girl das Lied gemacht hat. Das kennen bestimmt einige von euch. Dieses I'm a Pika Girl in a Pika. Nee, Poke World. Und der hat jetzt halt ein neues Video rausgebracht. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her. Aber ich habe es heute erst entdeckt. Habe es auch schon bei Twitter gepostet. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich glaube, ich verlinke das auch mal in die Beschreibung. Weil ich das tatsächlich gerade die ganze Zeit rauf und runter höre. Das fand ich sehr cool. Auch das Video dazu fand ich sehr cool. Also das kann man gerne mal machen. Ist voll nice. So richtig nice. So, und ich würde jetzt gerne mal wissen, wo der Boss ist. Aber wir gehen erstmal in den Shop, denn wir haben genug Geld. Und wir kriegen uns eine Karte kaufen. Idee sieht doch dool. Ich mag Garten. Garten sind etwas doolies. So, bist ja bitte hier. Nie. Fick dich. Da kaufe ich mir extra eine Karte und dann kriege ich eine Pille, die Amnesia macht. Was ist das denn? Da habe ich doch extra eine Karte für gekauft. Extra gegen meine Amnesie. Ah. Das ist assig. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich noch nicht war. Hier war ich, glaube ich, schon überall. Toll. Eine XXL-Ebene. Und dann ein Dizzy mit einem Gedächtnis von einer Schildkröte. Ne, warte. Schildkröten sind bestimmt voll schlau. Dann halt von dem Gedächtnis eines... Was ist dumm? Ein Nacktmull ist bestimmt dumm. Na, wahrscheinlich auch nicht. Das Gehirn eines Drachen. Eines dissigen Drachens. Ja. Genau das. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen in der Ebene. Fuck. Hey, hier war ich doch auch schon mal. Wie komme ich hier wieder weg? Okay, warte. Gleich habe ich mir selbst eine Karte im Gehirn gemacht, glaube ich. Okay, also hier unten waren wir überall schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach oben und dann irgendwann nach links. Geht das nicht irgendwann nach links? Doch, hier. Okay. Immerhin. Und da oben waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, doch auch. Shit. Ah, hier waren wir noch nicht. Perfekt. Immerhin. Und wieso leben hier Fliegen und Spinnen beisammen? Das geht ja auch mal gar nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Sand einsetze? Sehe ich dann wieder alles? Ist dann der Amnesia-Effekt weg oder nicht so? Wahrscheinlich eher nicht so. Aber ich finde das gerade gut, dass ich so wenig getroffen werde. Das finde ich ganz schön amazing. So. Ja, du bist frei, kleine Fliege. Okay, doch nicht. Hey, hier geht's ja gar nicht weiter. Nein. Ah, der Boss versteckt sich. Keine Ahnung, wo der sein soll. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Hier kann man mal was in die Luft sprengen. Drei Dinger sollten auf jeden Fall aufgehen, ja. So, sechs Münzen. Finde ich auch gut. Haben wir die wenigstens. Ist hier irgendwas Neues? Okay, hier ist tatsächlich was Neues. Aber hier geht's nicht weiter. Hä? Bin jetzt schon verwirrt. Ja gut, 8 Minuten in der ersten Ebene. Kann man mal machen. Ich glaube, diese Folge wird sogar über 1 Stunde dauern, wenn das so weitergeht. Okay, die können wir wenigstens öffnen. Was haben wir hier? Magician bringt uns überhaupt nichts. Ein neuer Raum. Hallo, großer Raum. Okay, das sieht doch richtig aus. Das sieht so aus, als wenn wir hier noch nicht gewesen wären. Und große Räume deuten immer darauf hin, dass hier irgendwo ein Boss ist. Hoffentlich. Sonst irre ich hier noch stundenlang rum. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Aber da das jetzt auch eine XXL-Ebene ist, sind dann auch 2 goldene Räume da. Das müssen wir gleich nochmal nachgucken.
Und kann man den Meme da irgendwie kaputt machen, ohne dass er einen tötet? Na komm, wir probieren es aus. Pow! Nein, kann man nicht. Okay. Aber wir kriegen wenigstens das Geld und den Schlüssel. Schlüssel. Nein. Böse. Nicht mich anspringen. Anspringen ist böse. Aus. Nein, sonst spritze ich dich gleich mit Wasser voll. Mann, mein Handy nervt die ganze Zeit. Dabei ist das schon auf lautlos. So. Bloß nicht den Kopf verlieren. Ach komm schon, wo bleibt der blöde Boss? Ich check hier gar nichts. Irgendwie ist die Ebene viel zu riesig. Oh, aber guck, wir haben jetzt einen goldenen Schlüssel bekommen. Knapp zum Ende hin. Und ich finde es auch ein bisschen blöd, dass ich halt nicht sehe, wie viele Leben ich habe. Aber in der nächsten Ebene sollte alles besser werden. Da haben wir erstens eine Karte, dass wir wissen, wo der Boss ist. Und zweitens wissen wir, wie viele Leben wir haben. Also alles schön. Zweite Ebene wird toll. Erste Ebene ist jetzt ein bisschen ein holpriger Start. Aber kann ja nur besser werden. Hoffentlich. Und wir brauchen dringend mal irgendwie einen Damage ab oder so. Weil gerade sind wir noch relativ schwach. Aber das kommt noch mit der Zeit. Einfach ein bisschen Zeit lassen. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Challenge. Und eine Challenge darf nicht zu einfach sein, weil sonst wäre es keine Challenge. Okay, du explodierst einfach, ist okay. Wenn man sonst nichts mit seinem Leben anzufangen hat. Oh nein, wir sind hier falsch. Kacke. Ein Schlüssel, cool. Aber hier ist trotzdem falsch. Nein, ich werde das niemals finden. Wo ist dieser blöde Boss? Da unten geht es auch nicht weiter. Ich glaube, dann haben wir nur noch einen Weg, oder? Dass sie uns hier so in eine falsche Richtung locken. Oh, hier können wir auf jeden Fall was aufsprengen. Power. Nur für Gegner, schade. Was haben wir hier? Da haben wir den Boss. Ja, endlich. Nach 10 Minuten. Naja, nach 11 Minuten. Ich glaube, das mit dem... mit dem Champion One... oder dem Boss One Wash Dings wird nichts mehr. Oh, und dann noch der Wackman. Aber wenigstens nur einer. Denn gegen zwei würde ich wieder nicht ankommen. So wie ich mich kenne. Au. Ich hasse den Wackman. Ich hasse ihn einfach. Der ist irgendwie richtig nervig. Und wenn es zwei sind, dann ist er noch viel nerviger. Und ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie viele Leben ich habe. Und deswegen weiß ich nicht, wann ich das Sand einsetzen sollte. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden er macht. Ich glaube, einen halben, ne? Einen halben Damage. Ja, ja. Mach du mal deine komischen Spinnen. Mir egal, ich töte dich trotzdem. Weißt du was? Ich setze jetzt mal eine Bombe ein. Oh, sogar getroffen. Geil! So, RIP. RIP, habe ich gesagt. Du bist RIP. Bitte nicht treffen. Okay, wir haben zumindest noch so viele Leben, dass wir noch kein rotes Leben verloren haben. Langt also. Und bitte einmal sterben. Und diese XXL-Ebenen sind anscheinend einfach nur riesig groß. Aber es sind keine zwei Bosse und keine zwei goldenen Räume. Guck mal, wie weit die Zeit schon vorangeschritten ist. Ach man, naja. Oh Gott, ist sie riesig. Wir sehen ja nicht mal, wo der Boss ist. Ah! Dann bringt die Karte ja gar nichts. Scheiße. Was bringt uns denn die Karte dann? Oh Gott. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kompass. Dann wird das was bringen. Kompass und Karte, das wäre eine OP-Kombo. In dieser Challenge. So. Aber passt schon. Irgendwann kommen wir schon am Ende an. Oh Mann. Ich weiß schon, warum ich die XXL-Challenge hier nicht machen wollte. Ist das hier wenigstens der richtige Weg? Naja, auf der anderen Seite brauche ich halt auch irgendwie goldene Räume, damit ich stärker werde, weil so ist das ja echt öde. Ohne goldene Räume. Ich hoffe einfach mal, dass da oben ein goldener Raum ist. Und mit der Karte können wir dann wenigstens einen Raum immer auslassen, wenn wir den falschen Weg gegangen wären. Also bringt die Karte vielleicht doch was. So, was haben wir hier? Gar nichts. Ein bisschen Geld, naja gut. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Ich mache das mal ein bisschen sicherer, sonst töte ich mich hier noch selber. Und ich glaube, ich will das sogar haben. Ja, ich nehme mal beide goldenen Truhen hier mit. Was haben wir hier? Eine Maske, die GLP-Maske, finde ich gut. Und zumindest einen kostenlosen Schlüssel. Und noch ein bisschen Geld. Ja gut, also die Truhen haben wir auf jeden Fall umsonst geöffnet. Wieso gehe ich hier oben rein, wenn ich weiß, dass hier gar nichts mehr drin ist? Bin ich ein bisschen behindert oder was? Behindert. Ich könnte natürlich The Sun einsetzen. Dann wüsste ich auf jeden Fall, wo der Boss ist. Aber meh,
Meh. Ich habe eine Maske. Meh. So, wo wollen wir jetzt mal hin? Unten links oder... Boah, keine Ahnung. Na komm, gehen wir nach links. Passt schon. Blub, 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 blub. Durip, Durip. Ha, meine Maske hat was abgewehrt. Damit hätten sie niemals gerechnet. Oh Mann, diese Folge wird dann aber auch ewig dauern zu rendern. Und hochzuladen und alles. Na, ob die heute noch um 9 Uhr kommt, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich kommt die ja später. Aber die meisten von euch haben ja sowieso Urlaub, oder? Oder Ferien. Denke ich mal. Also bei Niedersachsen sind die jetzt gerade wieder vorbei und in anderen Städten auch. Aber in Bayern und Köln, glaube ich auch, die haben ja, glaube ich, noch Ferien, gell? Ich weiß ja nicht. Und Hamburg hat auf jeden Fall auch noch Ferien. Und ich habe nächste Woche Ferien. Aber da muss ich dann halt nach Rio zu den Olympischen Spielen. Ja, komisch. Komisch Stadt. Mal gucken, ob ich da Videos mache. So ein Vlog wäre mal cool, ne? So ein Reisevlog. Hättet ihr da Lust zu auf so einen komischen Vlog? Aber ich habe gar keine Kamera dafür. Ich habe überlegt, ob ich mir die Canon Legria X hole. Das ist ja diese klassische Vlog-Kamera. Aber irgendwie ist die dann doch recht teuer. Mit ihren 359 Euro. Jetzt sagen die Kameraexperten unter euch, ich habe eine Spiegelreflex 6 Kamera, kostet locker 800 Euro. Oder so. Ich habe da keine Ahnung. Aber es ist trotzdem teuer. Ich meine, dafür kriege ich eine PS4, wenn ich die haben wollen würde. Und stattdessen kriege ich nur eine Kamera. Naja, schon komisch. Aber wenn ich dann diese Kamera habe, dann würde ich auch auf jeden Fall mal Vlogs machen. Weiß nicht, ob ich mich da zeigen würde, aber hätte ich irgendwie schon Bock drauf. So, alles kaputt machen. Den Scheißhaufen machen wir auch nochmal kurz kaputt. Wenn ich da irgendwie rankomme. Geht das irgendwie? Na komm, Isaac, das kriegst du hin. Da kann Geld rauskommen. Los. Ja, noch einer. Come on. Mach die Scheiße kaputt. Danke. Oh, nix. Na gut, gehen wir zum Boss. Little! Süßi kleiner Knuffi-Wuffi! Hallo! Ne? Ich hab den sogar getroffen. Geil! Haha! Die Explosion war zu krass für dich. Ich finde ihn knuffig. Vor allem, weil er halt nur einen Zahn hat. So. Und alles, was nur einen Zahn hat, ist halt knuffig. Kann ich nicht ändern. So. Okay, ein Range-Up bringt uns nicht wirklich was. Kriegen wir hier... Ja! Doppeltes Damage-Up. Nehme ich beides mit. Lelelelelele. Auch wenn ich jetzt voll schwach bin. Oder nicht mehr viele Leben habe. Finde ich gut. Jetzt müssen wir nur noch unser rotes Herz loswerden. Zumindest ein halbes davon. Und dann haben wir noch den Hure von Babylon-Effekt. Wie geil wäre das denn, Leute? Das wäre richtig krass. So, und jetzt sind wir wenigstens ein bisschen stärker wegen der Sense. Ja, merkt man nicht so richtig, gell? Naja, sobald wir unser eines rotes Herz noch losgeworden sind, dann sollte man das merken. Aber unsere Sense geht wenigstens durch Gegner durch. Und ist, glaube ich, auch ein Damage-Up, ne? So ein ganz kleines. Ich glaube, so war das. Plupp. Außerdem sehen wir jetzt viel cooler aus als vorher. So, ich glaube, wir gehen wieder nach links. War ja eben auch schon die richtige Entscheidung. So. Mal gucken, ob das diesmal auch wieder richtig ist. Die springen wir einfach mal in die Luft. Die Explosion sollte eigentlich lang. Perfekto musto. Perfekto musto rusto. Und ein Shop wäre nochmal ganz cool. Wir haben nämlich relativ viel Geld. Wir können uns einiges leisten. Da oben ist nix. Da haben wir irgendeinen Challenge-Raum. Für den man... Ja, da können wir auf jeden Fall rein. Ob wir jetzt nur ein Leben haben dürfen oder dafür oder nur... Oder volle Leben. Wir kommen da auf jeden Fall rein. Oh. Ja, nehme ich mal mit. Was haben wir hier? Noch eine Sassan. Okay. Und da unten ist tatsächlich der Boss. Ja, geil. Okay, wir gehen also jetzt immer nach links in diesen XL-Ebenen. Anscheinend ist das ein gutes Oben. So. Ah, oh, danke, Maske. Du bist geil. Ich liebe dich, Maske. Ja, Bob's Rotten Head ist halt so eine Sache. Können wir auf jeden Fall einmal einsetzen, um hier unten die Truhe aufzusprengen.
Okay, was bist du? Eine Pretty Fly, Tammy's Head. Nö. Ich behalte mal meinen Mr. Mega. Der macht nämlich schön Schaden. So, bitte nicht wehtun. Viele Dink. Und wir kriegen aber wieder den goldenen Raum nicht, wenn ich hier nicht weiter gucke. Und dann werden wir wieder zu schwach sein. Außer, aua. Außer wir kriegen natürlich ein paar Devil-Räume. Aber darauf kann man ja eigentlich nicht bauen. Was haben wir hier noch? Meins. Alles meins. Nom. Da ist noch ein rotes, blaues Herz. Nehmen wir natürlich mit. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt einen Devil-Deal bekommen, weil dann könnten wir wieder ein Herz spenden oder einsetzen, opfern. Und dann wäre auf jeden Fall der Hure von Babylon-Effekt da und dann sollten wir eigentlich stark genug sein. The Forsaken. Na, wenigstens können wir durch den durchschießen. Nein. Ach cool, du konntest sowas. Okay, interessant, interessant. Hier hast du eine Bombe. Für deine interessante Kampfweise gebe ich dir Bomben. So. Okay, perfekt. Shit. Ein Lebensupgrade. Ich nehme das mal jetzt mit, weil ich einfach gar keine Lebensupgrade haben möchte. Scheiße. Und dann kriegen wir nur diesen blöden Krampus. Aber der jetzt auch noch zweimal trifft. Dann gib mir mal bitte wenigstens... Mann! Gib mir jetzt deine Kohle. Sofort. Oh, Krampus Head. Was will ich denn? Ja gut, nehmen wir Krampus Head mit. Ich glaube, der macht mehr Schaden. Und wir sehen ja, wo die ganze Kacke ist, weil wir The Sun eingesetzt haben. Ja, wir müssen ganz nach oben rechts. Scheiße. Das wird ein langer Weg. Dieser Weg wird ein langer sein. Dieser Weg ist voller Gegner. Doch solange wir noch Leben haben und einen Krampus Head, wird das schon nicht so schwer. Blub, blub. Hi. Ein Schlüssel bringt uns nicht wirklich was. Kriegen wir hier irgendwas? Eine Bombe. Okay. Okay, wenigstens keine Gegner hier. Dann kommen wir wenigstens relativ schnell durch. Ist ja auch ganz nett. Dann sind wir schon beim goldenen Raum. Ja, okay. Das tat jetzt nicht so doll weh, dass wir da hingelaufen sind. Noch nicht. Wahrscheinlich sterbe ich gleich einfach. So, hallihallo, du bist der letzte Gegner. Dann kann ich diese Ebene endlich verlassen. So, danke, danke, danke. Schlüssel haben wir auch auf jeden Fall genug. Zwei Lebensupgrades, sowas Ödes. Ne, auch nur eins? Ein Lebensupgrade ist das nur, seit wann das denn? Gehen wir da mal rein. Was haben wir hier Schönes? Okay. Dann gehen wir da mal rein. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Tja, blöd das. Was warst du? Oh, finde ich gar nicht mal so kacke. Lassen wir mal so. Obwohl, bringt eigentlich gar nichts, ne? Ne, wir nehmen die Herzen wieder mit. Bringt nämlich nichts, dass wir sie da lassen. Leider sind wir halt nicht Eve, sonst wären wir jetzt schon die Hure von Babylon, wenn wir nur ein Leben haben. Aber wir müssen ja leider, sind wir Isaac und deswegen müssen wir leider mehr Leben haben. Ein paar mehr, ja. So, sonst ist da nichts in der Ebene. Heißt, wir können die jetzt verlassen. Die zweite von 1000. Oh, das wird ewig dauern. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ach man. Wenn wir wenigstens ein bisschen stärker wären, dass wir einfach durch die Räume durchwaschen könnten. Naja, hören wir mal auf zu meckern, gell? Vierte Ebene? Okay, na immerhin. Links war sonst immer gut, aber ich denke, der Boss wird diesmal oben sein. Der ganz oben. Hier setzen wir einfach mal The Sun ein. Eventuell stirbt ja was. Und? Er ist nicht da ganz oben, okay. Aber der goldene Raum ist da ganz oben. Von daher müssen wir da trotzdem hin. Sah nämlich schon so verdächtig danach aus, als wenn da irgendwas wäre. Warum ist denn gerade meine... Hä? Wieso geht meine Axt manchmal so komisch? Hä? Wie fliegt die denn? Und warum?
Habe ich irgendwas eingesammelt? Nicht, dass ich wüsste. Warum fliegen meine Sensen manchmal so komisch? Hm. Egal. Hallo, Scheißhaufen. Bis da. Da ist nicht mal was drin. Cool. Toller Geheimraum auf jeden Fall. Und wir sehen wieder unsere Leben nicht, was ich echt blöd finde. Finde ich echt bescheiden. Oh Mann, das wird voll die Einschlaffolge irgendwie. Keine Ahnung. Das dauert viel zu lange. Jetzt schon. Ich habe doch keine Lust, eine Stunde zu spielen. Naja, was habt ihr so gemacht? Heute, den Tag so oder am Wochenende allgemein? Oh, das sieht süß aus. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur Battlefield gespielt. Ich wollte eigentlich Longboarden, aber war wieder zu faul dazu, beziehungsweise... Ja, zu faul. Doch, zu faul war's. Ja, ja, die Faulheit. Ach, Mann. So, dann sind meine Hunde nicht mal gerade zu Hause. Oh, das ist schön. Und eigentlich gar keiner zu Hause. Ich habe noch einen Kumpel besucht. Aber halt auch nur an Freitag. Und sonst war nicht viel los. Und habt ihr so Party-Party gemacht? Voll die Party-People und so. Sind wir da oben? Ein Double-Shot? Hätte ich gerne. Wieso darf ich da nicht hin? Ach man, ich komme hier nirgendwo hin. Die teasen hier einen voll und dann darf man da nicht mal hin. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal in diesen komischen Raum, der da eben war. So. In den Stachelraum, weil da kann man ja auch immer mal coole Sachen bekommen. So, das wird jetzt hier wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Aber wenigstens schießt der nicht. Blub, 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 blub. Please stand by. Please stand by. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir Gerdy besiegt haben. Bitte gedulden Sie sich noch ein bisschen. Gerdy, 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 Gerdy. Na gut, dann trinke ich halt meinen coolen Zitronenwasser-Tee-Dingsbums. Nicht mich töten, ich bin gerade nicht. Ich bin gerade nicht am. Oh, danke. Zitronenwascher. Da zieht sich der Mund immer so schön zusammen. Wenn man kurz davor ist, das zu trinken. Dann schäumt schon der ganze Mund so auf. Als wenn er wüsste, dass gleich irgendwas kommt. Oh, guck mal, wir kriegen trotzdem den Devil Room. Und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich kauf's mir. Consume the enemy? What? The hay. What the hay ist das? Keine Ahnung, aber wir haben's. Und wir sind jetzt die Hure von Babylon, was ich auch sehr schön finde. Deswegen habe ich das auch... Nee, hä, sind wir nicht? Wieso sind wir nicht? Wieso haben wir so viele Leben, verdammt? Ist das kacke. Auf jeden Fall können wir die Gegner konsumieren, wie ich das hier gerade richtig gesehen habe. Was bringt das Konsumieren? Kann mir mal bitte jemand schreiben, was dieses Item gemacht hat? Oder was es tut? Auf jeden Fall sind wir jetzt recht stark, dank dem... Oha, ja, unsere Stärke ist ganz hoch. Hä? Also wir sind auf jeden Fall stärker geworden wegen dem Pilz, den One-Up, nicht den One-Up-Pilz, den Größermach-Pilz. Also das ist schon mal recht schnieke. Und dieses More auf irgendwas Ding hat uns, glaube ich, auch stärker gemacht. Und wir fressen damit irgendwelche Gegner auf. Was genau das bedeutet, keine Ahnung. Aber sobald wir jetzt noch den Hure von Babylon-Effekt bekommen sollten, dann kann uns keiner mehr auf... Ah, habt ihr gesehen? Das macht das. Aha, aber wann macht es das? Mhm, komisches Item auf jeden Fall, aber gut. Was auch immer, gell? Wenn wir Schaden bekommen oder wenn wir genug Gegner vernichten? Keine Ahnung. Oder einfach mal ab und zu, wenn es Lust zu hat. Wann kommt dieser Effekt? Oh, hallo Trollbombe. Tschüss. Oh, danke. War natürlich so geplant. Für das schwarze Herzchen. So. War wieder der falsche Weg. Wie hätte ich es gedacht? Ich muss irgendwie mein eines rotes Herz noch loswerden. Okay, hier ist nix. Was haben wir hier? Auch nix. Nur komische Spinnen an den Wänden. Und da haben wir wenigstens den Boss. Okay, alles klar. Und diesmal haben wir sogar unseren Krampus Head dabei. Dabei, dabei! Damit wir uns so schön schnell töten können. Oder auch nicht.
Aber theoretisch hätten wir ihn voll schnell töten können. Macht das denn viel Schaden? Ja, relativ, ne? Ah, doch, ist ganz nett. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. Tears up und Shot Speed up. So, was nehmen wir mit? Wir nehmen mit. Wir nehmen auf jeden Fall das hier mit, den Goathead. Dann kriegen wir nämlich immer ein Devil Room. Dann nehmen wir das hier noch mit. Ein geiles Pentagramchen. Und das Ding nehmen wir auch mit, weil das gibt uns, glaube ich, auch. Ne, gibt es nicht. Hä? Hat Sweet Sufferwing nicht einen auch noch Leben gegeben? Na egal, auf jeden Fall sind wir jetzt richtig krass stark. Und deswegen können wir schon wieder in die nächste Ebene. Jetzt sind wir auch noch die Hure von Babylon. Also da sind wir auch nochmal ein bisschen stärker geworden. Und ich würde sagen, wir sind einfach krass OP. Wenn wir jetzt noch ein paar Shot Speed-Ups bekommen. Fuck. Dann sollte das eigentlich alles voll cool sein. Nehme ich dann auf? Ja, ich nehme auf. Okay, gut. Ich hoffe, die Aufnahme geht nicht mehr kaputt, wenn ich hier fertig bin. So. Dieses Trauma, Leute. Dieses Trauma von damals. Wo ich eine Folge aufgenommen habe, die voll cool war. Und sie dann weg war. Weil der nicht aufgenommen hat. Obwohl er eigentlich aufgenommen hat. Ja, ja, ja. Das ergibt Sinn. Nehme ich. Und die hat mir gesagt, wenn ich hier in die Mitte meine Bombe rein tue, dann kann ich auch vier Dinger treffen. Oh, kann sogar stimmen. Ups. Ah, brauche noch Übung zu. Aber ihr meintet, dass man da auf jeden Fall vier auf einmal kaputt machen kann. Das habe ich mir gemerkt. Habt ihr da irgendeinen Trick, wo man die Bomben dann da hinpacken muss, damit ich alle vier Feuer treffe? Das wäre ja nochmal ganz cool. Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen... Oh nein, 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 nein. Nicht Maggie's Fate. Nein. Ich will keine roten Herzen, danke. Obwohl, will ich rote Herzen? Ich meine, den Hure von Babylon-Effekt... Ja gut, der macht uns schneller. Die Hure von Babylon-Effekt macht uns auf jeden Fall schneller. Und Schnelligkeit ist immer gut. Naja, wir gehen jetzt mal zum Mutti. Okay, es geht schön schnell. Alle schön schnell töten hier. Rippi dibi dibi. Und Todi. Ich nehme natürlich das Polaroid mit. Und dann... Gehen wir hier hin. Okay, aber nachdem das jetzt hier eigentlich... Oh, hätte ich gerne. Hätte ich gerne, kann ich aber nicht mitnehmen. Tja, doof das. Doof das. Hätte ich gerne. Wieso darf ich das nicht mitnehmen? Aber jetzt, wo das am Anfang so lang gedauert hat, sind wir jetzt am Ende dann doch recht schnell vorangekommen. Wir haben leider nicht allzu viel... Oh Gott, was muss ich machen? Ach, ich muss die Dinger drücken. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Bitte. Please. Please, let me go. Okay. So. Wir dürfen halt nur nicht getroffen werden, weil wir jetzt hier auf jeden Fall ein Leben verlieren würden. Wenn wir getroffen werden sollten und dann sind wir relativ schnell tot. Und relativ schnell tot sein, finde ich nicht so cool. So. Also ein paar blaue Herzen wären noch sehr gut. Wo gehen wir hin? Oben, unten, links, rechts, geradeaus. Okay. Jetzt hätte ich dann doch gerne Maggie's Fate gehabt. Naja, vielleicht ist da ja noch ein blaues Herz drin. Nee, aber ein bisschen Geld. Ja, ein Shop wäre auch noch ganz cool. Mit unserem ganzen Geld. Ich meine, wir können das weder spenden, noch können wir irgendwas anderes machen damit. Oh, scheiß Ausgeben. Geld ist zum Ausgeben da, Leute. So, wenn man dann Geld hätte. Temperance. Können wir auch nochmal kaputt machen. Für ein geiles rotes Herz, was uns nichts bringt. Warum gehe ich hier rein? Ich wusste, dass hier nichts drin ist und gehe trotzdem hier rein. Wenn ich jetzt ein Leben verliere, dann schlage ich mich. Okay, aber es sieht wenigstens so aus, als wenn wir kein Leben verlieren würden. Immerhin. Und wir kriegen hoffentlich eine gute Karte. Justice. Ja, ist gut. Gibt uns zumindest ein blaues Herz. Also war das tatsächlich gut. So, was haben wir hier? Super toll. Kriegen wir noch ein blaues Herz? Eventuell? Nein, nur Samsons Locke. Das bringt uns gar nichts. Ja, Pyro, ein paar Bomben. Warum nicht? Kann man auch mal machen. Oh, guck mal, die sehen noch richtig gut aus, diese Gedärme. Diese rollenden Gedärme, die sehen noch richtig fresh aus. Wow.
Habe ich die überhaupt schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube in der Tat nicht. Bitte nicht angreifen. Ich brauche meine Leben noch. Kann er in alle Richtungen schießen? Nein, gut. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich, ja. Ja. Fuck, wieso gehe ich hier rein? Okay, hier war wenigstens nichts. Oh, eine Karte. Death, okay. Nochmal ein bisschen stärker werden. Weil Stärke ist ja unendlich erweiterbar, glaube ich. Und dann müssen wir... Oh, so viele rote Herzen und wir können die alle nicht mitnehmen. Hallo, noch ein rotes Herz. Ja, tolle Sache. So. Oben links, rechts, geradeaus. Da gehen wir nicht rein, das wird zu viele Leben kosten. Okay, das wird auch immer weiter. Dieser komische Strahl. Unser Strahl der Leere. Wird auch immer größer. Nun gut, gehen wir halt weiter. Oh, hallo Mutti, na, willst mich drücken? Ich bin dein kleines Sühnchen. Komm, lass dich drücken, Mutti. Mutti, Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Du bist meine Mutti. Du bist nicht meine Mutti, aber vielleicht mein Vati. Na okay, dann nicht. Dann bist du vielleicht meine Okasa. Weil Okasa Mutter auf Japanisch heißt, das habe ich gelernt. Da haben wir auch ein weißes Herz. Ich möchte es aber nicht mitnehmen, weil dann habe ich mein Hure von Babylon-Effekt nicht mehr. Und ohne Hure von Babylon-Effekt ist dieses Spiel doof. Denn nur mit dem Hure von Babylon-Effekt fühle ich mich wie eine Hure. Und hier oben ist mal wieder gar nichts. Außer der Geheimraum. Pow! Mit einem Scheißhaufen drin. Geil! Aber gut, dass der Scheißhaufen auf jeden Fall so gut verteidigt worden ist von den ganzen Stacheln. Das finde ich sehr gut. Da bemerkt man den Teamgeist von diesen Stacheln. Das ist echt krass. The Emperor. Hat er nachts so einen Boss gebraucht? Ich glaube schon. Dann behalten wir das nämlich für die nächste Ebene einmal. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Immer schön in Bewegung bleiben. Dankeschön. Und da haben wir eigentlich den Boss, sogar einen doppelten Boss. Krasser Shizzle-Dizzle. Dizzle-Shizzle. Ganz schön Dizzylicious. Dizzylicious, Dizzy-Dizzy. Wieso dreht sich das? Egal, Dizzylicious. Ganz schön Dizzylicious, dass sich hier alles dreht und dass wir so stark sind. Stirb. Oh, ich habe ja eigentlich ganz viele Bomben, gell? So, okay, das hat ja super getroffen. Das auch. 3, 2, 1 und du bist tot. Habe ich das gerade richtig gesehen? Umso länger ich... Nee, warte mal. 1, 2, 3, loslassen. Ah, man kann es aufladen, indem man schießt. Jetzt habe ich es verstanden. Hier, ich schieße die ganze Zeit und dann kommt dieser Ring. Interessant, gell? Ich finde das auch sehr interessant. Und da haben wir ein neues Item. Das habe ich schon irgendwo gesehen. Das ist diese Entjungferungs-Fräuleinchens-Dingsbums. Kann ich leider nicht mitnehmen, weil ich zu wenig Leben habe. Aber sonst, es ist ein Item, das wir noch nie hatten, aber ich möchte jetzt die Challenge lieber schaffen, statt irgendein Item zu finden. So, und dann der Emperor. Ich hoffe, das hat uns zum Boss gebracht. Sehr gut. Hallo, it lives. Letzter Gegner. Sollte eigentlich kein Problem sein. Denn diese komischen Augen tun mir weh. Sieht aber gerade eher nicht so aus. Sehr schön. Dann hat die Challenge doch gar nicht so lange gedauert. 40 Minuten? Das ist voll okay. Nice. Haben wir sogar unser cooles Item noch eingesetzt. Ist eigentlich kein Schnieke. Das ist ja dann fast so, als wenn man mit Dizzy spielen würde. Also mit Azazel heißt er, glaube ich. Azazel mit diesen komischen... Ich weiß gar nicht, wie das Item heißt. Aber da kriegt man dann auch immer so einen Ring um sich rum. Ist auf jeden Fall cool. Wir können hier noch in den... Wollen wir das mitnehmen? Komm, nimm es mit, dann können wir fliegen. Die Wings. So, jetzt sind wir erst recht wie Dizzy. Puh.
Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf jeden Fall sehen wir sehr gefährlich aus. Sehr, sehr gefährlich. Wie so ein Shinigami. Ja, könnte sein, ne? Könnte ein Shinigami sein. Shinigami Dizzy steht zu Diensten. Ich schreibe dich in mein Death Note rein. Na gut. Auf jeden Fall haben wir die Challenge geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es beim ersten Mal schaffen. Und ich hätte gedacht, dass das viel länger dauern würde. Das hatte jetzt gerade mal so lange gedauert wie eine normale, wie ein normaler Wander. Ein bisschen länger vielleicht, aber sonst. Ja, cool. Haben wir auf jeden Fall eine Challenge geschafft. Die nervigste, die ich dachte. Also ich dachte, das wäre die nervigste, aber anscheinend ist es nicht die nervigste. Dann ist die nervigste anscheinend Brains. Naja. Ja, mache ich dann die nächsten Tage die anderen Challenges. Und sonst, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, auch wenn dieser Part vielleicht ein bisschen langweilig war, hat euch das vielleicht trotzdem gefallen oder es hat euch geholfen beim Einschlafen. Wäre ja auch ganz schön, weil viele von euch gucken das ja, gucken meine Isaac-Videos zum Einschlafen. Naja, und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.